El Salvador. Hier treffe ich die Anführer der gefürchteten 18th Street Gang. Ich will wissen, wie sie es geschafft haben, eine der führenden kriminellen Vereinigungen in Mittelamerika zu werden. Der Typ hat seinen Schulfreund ermordet. Ich könnte echt kotzen. Jahrzehntelange Bandenkriege fordern bis heute unzählige Todesopfer. Sie töten Frauen und Kinder. Ich treffe die Soldaten in diesem Krieg. Mit 10 habe ich den ersten umgebracht. Ich erfahre, wie die Gang mit Verrätern umgeht. Wurde der Mord aufgezeichnet? Ich sag nichts. Und ich lerne, wie Sharky, einer der Anführer, arbeitet. Warum sitzt du? Mord, versuchter Mord, Raub. El Salvador hat die zweithöchste Mordrate der Welt. Hat die Polizei im Kampf gegen die Gangs versagt? Es wird eine Menge Blut fließen. Ich bin Lou Ferrante. Ich hatte selbst eine Gang in der New Yorker Mafia. Für die Gambino-Familie habe ich Millionen gemacht. Dann bin ich für 8,5 Jahre eingefahren. Im Gefängnis habe ich gelernt, dass sich Verbrechen nicht auszahlt. Ich habe es aufgegeben. Heute schreibe ich über Gangs. Mit meinem Wissen will ich die gefährlichsten Banden der Welt verstehen. In El Salvador gibt es zwei große Gangs, die 18th Street und die MS-13. Während der 80er Jahre, als in El Salvador Bürgerkrieg herrschte, flohen viele in die US-Hauptstadt des Verbrechens, Los Angeles. Dort gründeten sie dann die 18th Street. Viele der Mitglieder wurden nach El Salvador zurückgeschickt und treiben seitdem dort ihr Unwesen. Ich will in den inneren Kreis der Gang vordringen. Die wichtigsten Mitglieder sind im Gefängnis. Ich kann sie treffen, aber vielleicht nicht filmen. Ich will vor allem an den Anführer drankommen. Ich hoffe, dass mich die Gangmitglieder im Gefängnis mit einem der gefürchtetsten Verbrecher weltweit zusammenbringen, Viejo Lin. Nach einer zweistündigen Autofahrt auf einer unbefestigten Straße tauchen maskierte Soldaten auf, die sich am Straßenrand hinter Sandsäcken verstecken. Ich komme mir vor wie im Krieg. Wir nähern uns dem Gefängnis. Was ist das? Die durchsuchen den Wagen. Alle tragen Masken. In ganz El Salvador findet man niemanden, der diesen Job ohne Maske machen würde. Alle haben Angst vor den Gangs. Der Typ hat 8 Ladestreifen dabei. Die könnten echt in den Krieg ziehen. Im Gefängnis von Izalco sitzen vor allem Mitglieder der 18th Street Gang ein. Früher, als Mitglieder unterschiedlicher Gangs im Gefängnis aufeinander trafen, kam es regelmäßig zu Gewalttätigkeiten. Aus diesem Gefängnis ist noch niemand entkommen. Soldaten patrouillieren auf dem Gelände. Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng. Was hinter den Mauern passiert, kontrollieren die Behörden nicht. Im Gefängnis hat die Gang das Sagen. Den Ort für unser erstes Zusammentreffen haben sie selbst festgelegt. Ein leerer Hof, auf dem ich warten soll. Wen ich treffen werde, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht einen der Anführer. Weil ich mit der Mafia zu tun hatte, waren sie mit einem Treffen einverstanden. Mehr entgegenkommen durfte ich nicht erwarten. Früher hatte ich bei solchen Treffen immer ein paar eigene Leute dabei. Ich habe keine abgesägte Schrotflinte, keine Machete, nur meine Eier. Diesmal darf ich noch nichts aufnehmen. Die Mikros bleiben aus. Sie stellen Bedingungen.
Ich darf zum Beispiel nicht mit ihren Feinden von der MS-13 reden. Wir unterhalten uns ungefähr eine Stunde lang. Dann beraten sie sich und teilen mir ihre Entscheidung mit. Morgen dürfen wir im Hof filmen. Sie erlauben es. Ein Gefängnis mit 700 gewalttätigen Gangmitgliedern. Das ist wie ein Haifischbecken. Aber ich vertraue ihnen. Wenn dir ein Geschäftsmann was verspricht, kannst du nichts drauf geben. Aber das Wort eines Gangmitglieds ist das Einzige, was er noch hat. Und auf das kann man sich fast immer verlassen. Ich lese etwas über Christian Poveda, einen französischen Journalisten, der einen Film über die 18th Street gemacht hat. Er wurde ermordet, weil er der Gang zu nahe kam. Aber genau das habe ich auch vor. Im Knast zu landen ist hart. Als ich entlassen wurde, war ich 33 und hatte mehr als die Hälfte meines Erwachsenenlebens in Hochsicherheitshaftanstalten, in Einzelhaft, in Bundes- oder Bezirksgefängnissen verbracht. Ich kenne sie alle. Ich habe fast alle Verbrechen außer Mord begangen. Und dafür habe ich bezahlt. Ich weiß, wie leicht man auf die schiefe Bahn geraten kann. Gestern habe ich die Erlaubnis erhalten, mit der 18th Street Gang zu drehen. Anders als in US-amerikanischen Gefängnissen, wo ich mich bestens auskenne, weiß ich nicht, was mich hier erwartet. Ich bin ein Fremder in einem fremden Land. Das ist ihr Revier, nicht meins. Zwei Gangmitglieder erwarten mich. Ich kenne sie von unserem ersten Treffen gestern. What's up? Unser Zuhause. Wir führen dich rum und zeigen dir, wie wir hier leben. Boxer spricht Spanisch und Englisch. Er ist mein Übersetzer. Sharky ist der Sprecher der 18th Street Gang in diesem Gefängnis. Ich weiß nicht, ob er wirklich was zu sagen hat oder nur ein Blender ist. Meine Familie. Für die lebe und sterbe ich. Wie viele sitzen hier? So 700. Für wie viele wurde es gebaut? Für 336. Nicht mal die Hälfte. Das ist ein harter Ort. Da sind die Duschen und Toiletten. Ein Meter daneben der Aufenthaltsbereich. Der Friseur. Und hier wird gegessen. Hier müssen sie leben. Und hier ist kaum Platz. Solche Zustände sorgen für Spannungen. Hier müsste es alle 5 Minuten Ärger geben. Die Jungs sind sehr diszipliniert, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen. Das sind schlimme Zustände. Auch ein goldener Käfig ist ein Käfig. Stimmt. Ich weiß, dass saubere weiße Turnschuhe bedeuten, dass der Besitzer Geld von draußen bekommt. Wer Flipflops trägt, ist pleite. Die Schuhe sagen etwas über den Status ihres Trägers aus. Diese Jungs tauschen Nachrichten aus. Sie machen es heimlich. Das bedeutet, es geht um Wetten oder Drogen. Sowas kann tödlich enden. Jede Tätowierung erzählt eine Geschichte und diese Jungs sind voll davon. Über die Tattoos kann ich vielleicht mehr über sie herausfinden. Wie nennen sie dich? Shorty. Was bedeuten deine Tattoos? Your wife. Deine Frau?
Okay. Und hier? Das Maya-Zeichen für 18. Und die Augenlider? Tut mir leid, Mutter. Das heißt? Irgendwann wird er sterben und ihr nicht mehr sagen können, dass es ihm leid tut. Und so weiß sie es. Es ist eine Nachricht. Soll er es ihr doch lieber gleich sagen und nicht warten, bis er im Sarg liegt. Was ich hier sehe, kenne ich aus meiner eigenen Zeit. Nachrichten weitergeben. Im Knast wird auf geheimen Pfaden kommuniziert, genau wie draußen auf der Straße. Es gibt sogar einen Aufpasser mit einem Spiegel, der mich im Visier hat. Die Nachrichten gehen in den Strafblock. Die Insassen nennen ihn das Loch. Wer da drin sitzt, ist gesprächig. Er hat ja sonst nichts zu tun. Mal sehen, ob sie auch mit mir reden. Warum sitzt du ein? Ich habe einen Schulfreund getötet. Er war in einer rivalisierenden Gang. Tut dir das leid? Gar nicht? Frag ihn, ob er seinen Bruder töten würde, wenn der in einer anderen Gang wäre. Meine Mutter auch. Deine Mutter? Töten? Dann habe ich seinen Zellengenossen gefragt. Ich habe ein Kind vergewaltigt. Wer ein Kind missbraucht, steht im Gefängnis üblicherweise ganz unten. Geht's dir da nicht schlecht hier drin? Nein, das ist nicht das Schlimmste, was man tun kann. Nur wenn man ein Kind vergewaltigt und es danach tötet. Man lässt dich in Ruhe, weil du das Kind danach nicht getötet hast. Hab ich nicht. Ich habe mit einem Kinderschänder geredet und mit einem Typen, der seinen Schulfreund ermordet hat. Ich könnte echt kotzen. Es heißt, wenn man Gangmitglied werden will, muss man jemanden aus einer rivalisierenden Gang töten. Wenn das stimmt, ist jeder hier, der nicht wegen Mordes einsetzt, nochmal davongekommen. Muss man jemanden töten? Darüber rede ich nicht. Aber die meisten sitzen wegen Mord. Vielleicht 90-95% sind wegen Mord hier. Okay. Sie nennen uns Mörder. Aber wir töten nicht aus Spaß, sondern weil wir überleben wollen. Du kennst das selber. Töten oder getötet werden. Den anderen unter die Erde bringen. Mord ist demnach kein Verbrechen, sondern eine Überlebensstrategie. Unvermittelt ruft Sharky die Gang zusammen. Klasse. Sharky macht das, nicht die Gefängnisleitung. Das nenne ich Macht. Einfach irre. 700 Jungs kommen aus ihren Zellen, lassen alles stehen und liegen und versammeln sich im Hof. Der Papst könnte seine Schäfchen nicht so schnell im Vatikan versammeln. Sharky ist also kein Blender, sondern der Anführer in diesem Bau. Uns stehen drei Wege offen. Der Knast, der Tod oder das Krankenhaus. Sharky hat das Sagen. Er hält Hof. Ich muss gleich anschließend mit ihm reden. Wir sind durchgeknallte Gangster. Unser Leben gehört der Gang. Und so werden wir sterben, stimmt's? Das ist unser Leben. Es gibt nur die 18th Street. Sharky ist der General, der seine Truppen auf den Krieg einstimmt. Die Metaphorik ist angemessen, denn die Gang befindet sich immer im Kriegszustand. Wir gehören zur 18th Street. Aber wir sind auch Menschen mit Gefühlen, die sich um ihre Familien kümmern. Das war's. Sharky ist ein guter Redner. Das wird man nicht von heute auf morgen. Wie lange er wohl schon dabei ist? Ich bin mit 12 Jahren Mitglied geworden. Die Gang ist mein Leben. Dafür lebe und sterbe ich. Was ist mit deinen Kindern? Ich wollte nie, dass mein Sohn dabei ist. Ist er im Knast? Mord?
Sharkey wollte seinen Sohn offenbar von der Gang fernhalten. Andererseits bedeutet ihm Loyalität gegenüber der Gang alles. Und das hat wohl auf sein Kind abgefärbt. Ohne Loyalität kann die Gang nicht existieren. Auch wenn das Schiff sinkt, bleibt man an Bord. Die Gang gibt man nicht auf. Die Gefängnisinsassen kontrollieren, was die Gang draußen macht. Ich will wissen, wie sie an Geld kommen. Ich will niemanden in Gefahr bringen, aber ich habe ein Ex-Mitglied gefunden. Er will mit mir reden, wenn er nicht erkannt wird. Ich treffe ihn jetzt. Erpressung ist die Haupteinnahmequelle der Gang. Sie verbreitet Angst und Schrecken unter den Leuten. Wer nicht zahlt, stirbt. Meistens. Hast du getötet? Mindestens 5 Leute. Was ist passiert, dass du gesagt hast, das war's jetzt? Neue Regeln. Moment mal, du hast mindestens 5 Leute umgebracht. Was meinst du mit Regeln? Sie töten jetzt Frauen und Kinder, die ganze Familie, wenn man nicht zahlt. Heute Abend treffe ich Mitglieder einer salvadorianischen Anti-Gang-Einheit. Sie bereitet sich auf Einsätze im ganzen Land vor. Es ist jetzt etwa Mitternacht, es regnet und vor mir stehen 350 bis an die Zähne bewaffnete Leute. Das zeigt, wie hoch sie die Gefahr einschätzen. So viele Leute und so viele Waffen. Ein Feuerwerkskörper und hier ist die Hölle los. Wir fahren mit 120 Sachen durch den Regen. Je näher wir kommen, umso schneller fahren wir. Die Jungs meinen es ernst. Entweder geben die bösen Jungs auf, oder es wird eine Menge Blut fließen. Seit 3 Stunden sind wir jetzt unterwegs. Die Einheit will ein Haus stürmen, in dem sie große Mengen Drogen und gewaschenes Geld vermutet. Sie klettern über die Mauer. Das ist ganz schön heftig. Die Soldaten fürchten, auf bewaffnete Verbrecher zu treffen. Ich bleibe besser zurück. Der Einsatz ruft schmerzhafte Erinnerungen an meine eigene Verhaftung in New York hervor. Sie meinten, wir brechen die Tür auf, aber weil dein Alter bei dir ist, kannst du auch freiwillig rauskommen. Das fand ich sehr fair. In dieser Nacht werden 14 Gangmitglieder bei 3 Einsätzen verhaftet. Solche Razzien finden jede Woche statt. Aber weil die 18th Street Gang so groß ist, lässt sich der Kampf auf diese Weise trotzdem kaum gewinnen. Ich möchte wissen, wie die Behörden an Informationen kommen. Deshalb treffe ich mich mit dem Leiter der Aufklärungsabteilung, dessen Name nicht genannt werden darf. Sind Ihre Informanten in der Regel Verbrecher, die mit ihrer Aussage der Strafe entkommen wollen? Das ist eine Art von Informanten. Es gibt aber auch noch eine andere Art. Das sind die, die grünes Licht bekommen haben. Im Fall der Gang bedeutet das nicht etwa etwas Gutes, sondern dass sie Regeln verletzt haben und getötet werden können. Töten sie auch seine Familienangehörigen? Wenn sie denjenigen nicht finden können, suchen sie sich Familienangehörige.
Gelingt es Ihnen auch, die Gangs mit Informanten zu unterwandern? Das ist unmöglich. Wer aufgenommen werden will, muss beweisen, dass er es ernst meint, indem er Verbrechen begeht. Vor allem muss derjenige Menschen töten. Ich komme gerade vom Polizeichef. Der Kollege hier soll mich mit einem Verräter zusammenbringen. Ich hasse Verräter. Wegen denen musste ich sitzen. Aber die Männer hier sind auf sie angewiesen. Da muss ich jetzt wohl durch. Ich möchte wissen, wie schwer es für die Polizei ist, die Gangs zu unterwandern. Dabei stellt sich heraus, dass es auch in die andere Richtung passiert. Die Gangs unterwandern die Polizei. Wir haben Mitglieder in unseren Reihen enttarnt. Gibt es andere Organisationen, die sie infiltrieren? Es betrifft nicht nur die Polizei. Auch beim Militär haben sie ihre Leute. Sie sollten mal nachsehen, ob der Präsident tätowiert ist. Ich bin von der Mordkommission. Man hat mir gesagt, sie wollen mit uns zusammenarbeiten. Ich habe Probleme mit der Gang. Wie viele Morde gehen auf Ihr Konto? 23. Auch Zivilisten? Sicher. Eine Frage. Erhalte ich Straffreiheit für die Morde, die ich zugebe? Wenn Ihre Aussagen stimmen, kommen Sie ins Zeugenschutzprogramm. Einfach nur widerlich. Erzählen Sie mir von Ihrem letzten Mord. Das war in diesem Monat. 7 oder 8 andere waren mit dabei. Wie heißen die? Einer heißt Sparky. Außerdem waren Charky, Crazy und Gremlin mit dabei. Das Opfer war ein Typ, der im Verdacht stand, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. War er Gangmitglied? Ja, er war einer unserer Killer. Er wurde gesehen, wie er aus dem Wagen eines Ermittlers stieg. Wir hatten ihn sowieso im Verdacht. Also haben wir ihn getötet. Unglaublich. Der Penner bringt 23 Leute um, darunter Zivilisten, tötet einen Verräter und wird dann selbst zum Verräter. Widerlicher geht's nicht. Die Polizei hat keine Alternative, als mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Im Gefängnis ergeht es Verrätern allerdings ganz anders. Wann musste das letzte Mal einer dran glauben? Im Februar. Wo ist das passiert? Wurde der Mord gefilmt? Ich sag nichts. War es ein toter Winkel? Hast du das angeordnet? Nächste Frage. Die Gangs haben ihre eigenen Schnellgerichte. Und das Urteil für Verräter ist die Todesstrafe. Aber bei all dem Gerede von Ehre und Loyalität zählt am Ende doch nur das Geld. Stimmt es, was in den Zeitungen steht? Oder wie macht ihr euer Geld? Manches davon stimmt. Was denn? Erpressung. Je größer das Revier, desto mehr kann man rausholen.
Wenn ihr euch gegenseitig umbringt, dann geht es also eigentlich nicht um die andere Gang, sondern, genau wie es bei mir war, ums Geld. Nein. Ehre. Das haben wir auch immer gesagt. Wenn bei uns jemand umgebracht wurde, ging es auch immer um Ehre. Aber ehrlich gesagt, am Ende ging es doch immer nur um Geld. Hier macht sich kein Boss die Taschen voll. Wir teilen alles. Immer wenn Geld reinkommt, kriegt jeder, was er braucht. Mit dem Geld aus den Erpressungen. Von draußen. Viele draußen sagen, wenn die Gangs arme Leute erpressen, machen sie deren Situation nur noch schlimmer. Nächste Frage. It always rains in May. Here in El Salvador, every day. Ich treffe mich noch einmal mit Boxer. Zu meiner Überraschung lernt er Englisch. Er träumt von einem Leben außerhalb des Gefängnisses. Ich war mit 10,5 in der Gang und habe kurze Zeit später meinen ersten Mord begangen. Er war älter, so 35. Ich hatte lange Zeit Albträume. Es gab diesen Traum. Da war eine Wolke über meinem Gesicht. Und man hat mir den Mund zugedrückt. Ich konnte nicht atmen. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, schweißgebadet und zitternd. Danach wurde Töten zur Gewohnheit. Um Respekt zu gewinnen. Klar, die Feinde töten. Das war das Größte. Ich würde es wieder machen. Die Feinde. Aber einmal bei einer Schießerei, da ist ein Kind durch einen Querschläger gestorben. Solche Sachen vergesse ich nicht. Hin und wieder muss ich da noch weinen. Eigentlich macht das doch alles keinen Sinn, oder? Nein. Mein Cousin zum Beispiel, der ist in einer anderen Gang. Ich habe ihn in den Rollstuhl gebracht. Mit 7 Schüssen. Er sitzt im Rollstuhl. Was haben deine Eltern gesagt? Sie wussten, dass er entweder mich oder ich ihn erschießen werde. Willst du eine zweite Chance? Klar. Ich habe alles für die Gang gegeben. Jetzt will ich mein Leben Gott widmen, meiner Familie und mich um mich kümmern. Wenn man sein Leben ändern will, dann muss man warten, bis man wieder draußen ist. Das hast du vor? Sicher. Das muss ich erst mal verarbeiten. Ein 10, 11 Jahre alter Junge bringt jemanden um, damit er in die Gang aufgenommen wird. In dem Alter sollte er sich eigentlich auf das nächste Eis freuen. Er will sich ändern. Wer weiß, ob es stimmt. Aber wenigstens glaubt er an sich. Wow. Selbst wenn er es ernst meint, eine Gang zu verlassen ist nicht leicht. Und erst recht nicht, wenn es die 18th Street ist, die niemanden freiwillig ziehen lässt. Ich bin seit einer Woche in El Salvador. Statistisch werden hier 15 Menschen pro Tag ermordet. Aber plötzlich gibt es kaum noch Morde. Was ist da los? Das macht keinen Sinn. Ich weiß, wo ich mehr rausfinden kann. Warum sinkt die Mordrate so plötzlich? Im Leichenschauhaus ist gerade ein Toter eingeliefert worden. Ein Gangmitglied? Ich sehe keine Tätowierungen. Diese Leiche da, war das ein Gangmitglied? Nein. Wie werden die hier eingeliefert? Erschossen, erschlagen, geköpft. Manchen wurden auch Beine oder Arme abgehackt oder sie wurden erwürgt. Wie viele Mordopfer gibt es hier pro Tag? Mal 15, mal 13. Zuletzt waren es aber nur 3 Autopsien täglich. Im Moment passiert nicht viel. Sind Sie da irritiert? Sehr. Und auch beunruhigt. Wir wissen nicht, was los ist. 2 Tage später weiß ich Bescheid.
Die heutige gute Nachricht: Die beiden rivalisierenden Banden des Landes haben sich geeinigt, die alarmierende Mordrate und die Gewalt zu senken. MS-13 und 18th Street haben einen Pakt geschlossen. Bischof Monsignore Colindres und der ehemalige Guerillaführer Raul Mijango haben das Abkommen vermittelt. Jahrelang sind sich die Gangs gegenseitig an die Gurgel gegangen und jetzt schwören sie dem Morden ab. Wenn das stimmt, ist das ein historisches Ereignis. Viejo Lin, der Chef von 18th Street, soll dem Deal zugestimmt haben. Er ist der Boss der Bosse einer der gewalttätigsten Gangs der Welt und damit für Tausende von Morden verantwortlich. Ist der Pakt ernst gemeint oder bloß eine List? Ich bin gespannt, was Sharkey sagt. Gibt's Frieden? Echt? Können wir drüber reden? Wo gehen wir hin? Wohin du willst. Ist das für immer? Was ist mit der Gang? Sind die froh oder denken die, was machen wir jetzt? Wir brauchen einen Feind. Wir bleiben nicht stehen. Die 18th Street steht zu ihrem Wort. Ich kann immer noch nicht glauben, dass die Gangs einen Friedenspakt geschlossen haben. Aber was ist mit den Erpressungen? Sind die auch Geschichte? Das wird nicht über Nacht passieren. Wir gehen Schritt für Schritt vor. Wir müssen uns um tausende Soldaten kümmern. Erst wenn die richtigen Strukturen vorhanden sind, wie Gesundheitsfürsorge und Jobs, kann das mit den Erpressungen aufhören. Das wird wahrscheinlich Jahre dauern. Das hätte der Regierung von Anfang an klar sein müssen. Erpressen die Gangs jetzt also die Regierung? Bildet uns aus und gebt uns Jobs, oder es geht wieder los. Und wer weiß, wie lange diese Vereinbarung überhaupt Bestand hat. Sharkey will, dass ich in seine Zelle komme. Nachdem ich selbst jahrelang gesessen habe, fühle ich mich hinter Gittern alles andere als wohl. Zeig uns deine Tattoos. Das hier ist meine Mutter. Sie ist in meinen Armen gestorben. Sie war wunderschön. Eure Familie ist die Gang. Das hier ist die dunkle Seite, der Löwe. Das Gute, das Schlechte. Stimmt. Wie lange bist du schon Boss? 12 Jahre. Warum sitzt du? Mord, versuchter Mord, Raub, Entführung. Und dann auch der Strafzettel. Wie viele Jahre hast du? 75 Jahre für die Verbrechen und 10 obendrauf, weil ich ein Boss bin. Wie findest du das? Scheiße. Meinst du, du kommst noch mal raus? Das hier ist meine Welt. Es ist einfach in mir drin. Ein Gefängnis ist ein merkwürdiger Ort. Man lernt schnell die sanften Seiten seiner Zellengenossen kennen. Seine Tochter. Hübsch. Sieht dir ähnlich. Sie wurde geboren, als die Regierung die Familienbesuche verboten hat. Wie lange hast du sie nicht gesehen? 18 Monate. Bitter. Wenn der Frieden hält, könntest du sie sehen? Das müsste dich doch motivieren, oder? Deswegen mache ich damit weiter. Das Abkommen hält seit ein paar Tagen. Trotzdem scheint es unwahrscheinlich, dass es nach 30 gewaltgeprägten Jahren lange Bestand haben wird. Ich möchte wissen, was diejenigen denken, die den Pakt vermittelt haben. Der Bischof und der ehemalige Guerillaführer besuchen sämtliche Gefängnisse des Landes, um mit den Gangmitgliedern über die Vereinbarung zu reden. Bischof Colindres hält eine Messe. Dann spricht Raul Mijango über das Friedensabkommen. Die Insassen scheinen die Vereinbarung zu begrüßen.
Mihango steht mir für Fragen zur Verfügung. Aus den Gefängnissen ist viel Leid und Gewalt über das Land gekommen. Jetzt zeigt sich, dass sie auch Ausgangspunkt erfreulicher Entwicklungen sein können. Heute erleben wir, dass ein Wandel vonstatten geht. Die Menschen sehen die Dinge in einem anderen Licht. Dass dies geschieht, ist eine gute Nachricht. Ich möchte wissen, ob die Regierung in der Lage ist, Jobs für 70.000 Gangmitglieder zu schaffen. Wie halten Sie die bei der Stange? Er erklärt mir, dass El Salvador jährlich 600 Millionen Dollar für die Sicherheit ausgibt. Wenn die Bandengewalt eingedämmt wird, könnten mit einem Teil des Geldes Arbeitsplätze geschaffen werden. Schließlich will ich wissen, ob er mich mit Viejo Lin zusammenbringen kann. Sicher. Endlich treffe ich den Anführer der 18th Street. Mord war mal mein Alltag. Aber selbst für mich ist das ein gefährlicher Typ. Er hat 40 Jahre wegen Mordes bekommen. Angeblich hatte einer Frau den Kopf abgeschlagen, weil sie eine Affäre mit einem Gangmitglied hatte. Diese Tat konnte ihm aber nicht nachgewiesen werden. Das ist das Gefängnis von Cojo de Peque, in dem Lin einsitzt. Es sieht aus wie eine mittelalterliche Festung. Maskierte Soldaten halten schon vor den Mauern hinter Sandsäcken Wache. Er will keine Kamera. Wir filmen später weiter. Der Eingangsbereich des Gefängnisses darf nicht gefilmt werden. Aber hinter den Mauern hat Lin das Sagen. Das wird sofort klar, als 20 seiner Schergen den Raum betreten. Will er mich einschüchtern? Wohl kaum. Einer wie Lin hat das nicht nötig. Er möchte wohl, dass seine Handlanger hören, was er zu sagen hat. Dann erscheint Lin. In Handschellen, wie alle anderen. Er möchte, dass man sie ihm abnimmt. Ein kleiner Machtkampf. Ich bin nicht überrascht, dass Lin ihn gewonnen hat. Als erstes möchte ich sagen, dass ich keine Lust mehr auf all die Gewalt habe. Das Morden und die Gewalt müssen aufhören. Viele im Land zweifeln an seinen Motiven. Hat Lin es geschafft, die Regierung zu erpressen? Sie halten doch nur die Regierung in Schach und wollen Strafmilderungen erreichen. Was sagen Sie dazu? Es geht darum, das Beste für El Salvador zu erreichen und nicht nur um unser eigenes Wohlergehen. Wir wollen, dass jeder in diesem Land seinen Platz hat. 75.000 Menschen sind in einem sinnlosen Bandenkrieg ums Leben gekommen. Ich möchte sicherstellen, dass sie nicht umsonst gestorben sind. Ihr seid im Moment in einer sehr machtvollen Position und alle hoffen, dass ihr damit verantwortungsvoll umgeht. Wir haben eine große Vision für dieses Land. Natürlich wissen wir, dass wir ein Teil des Problems waren. Aber jetzt glauben wir, auch zur Lösung beitragen zu können. Doch bevor das geschehen kann, muss sich einiges ändern. Es muss möglich sein, dass diese Leute draußen ein produktives Leben führen können. Wenn die Gewalt wieder zunimmt, was macht ihr dann? Wir werden diesen Prozess zu Ende bringen. Das war also der Anführer dieser Gang. Er will das Land verändern. Hat er sich verändert? So ein Typ, der anderen die Köpfe abhackt? Vielleicht. Ich habe mich verändert. Ich hoffe, die Entwicklung hält an. Mein letzter Tag in El Salvador. Ich besuche noch einmal das Gefängnis von Izalco. Es ist ein ganz besonderer Tag. Muttertag. Die Insassen lieben ihre Mütter. Während sie das Gefängnis dekorieren, waren ihre Angehörigen die ganze Nacht unterwegs, mit selbstgekochtem Essen im Gepäck.
Alle helfen dabei, den Knast rauszuputzen. Dieser Muttertag ist ein besonderer. Aufgrund der Friedensvereinbarung erlaubt die Regierung erstmals wieder Besuche von Kindern. Sharkey hofft, dass er seine jüngste Tochter endlich sehen wird. Zum ersten Mal seit 18 Monaten umarmt Sharkey seine älteren Kinder. Und dann ist der Augenblick gekommen, auf den er sich am meisten gefreut hat. Die Kleine sieht dir so ähnlich. Auf die würde hier drin jeder hören. Aber sie liebt mich nicht. Doch. Sie hätte mich vor anderthalb Jahren sehen müssen. So was dauert. Liebst du sie? Sicher. Nur das zählt. Mitleid ist fehl am Platz. Sharkey und die anderen haben viele Familien zerstört. Nicht nur ihre eigenen. Wenn du dich für die Gang oder deine Tochter entscheiden müsstest, wen liebst du mehr? Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich liebe beide. Ich habe keine Wahl. Alles Gute. Ich kann nichts rückgängig machen, aber ich will dir wenigstens sagen, dass es mir leid tut. Es scheint tatsächlich ein Bedürfnis nach Nähe und Gefühlen zu geben. Das wollte ich dir schon immer sagen. Tut mir echt leid, der ganze Ärger, den ich dir mache. Auch Boxers Mutter ist gekommen. Jedes Jahr fliegt sie von Los Angeles nach El Salvador, um wenigstens einmal ihren Sohn zu sehen. Was hält sie von deinen Tattoos? Cute, süß. Sie liebt dich also. Und du? Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich sie liebe. Ein Leben lang. Und die Gang? Meine Mutter kommt zuerst. Ich habe genug für die Gang getan. Ich muss endlich das anerkennen, was Gott mir geschenkt hat. Und das ist meine Mutter. Meine Mutter ist gestorben, als ich noch ein Krimineller war. Auch Mörder haben Gefühle. Aber ob das Bandenunwesen in El Salvador auf Dauer beendet werden kann, entscheiden nicht Befindlichkeiten, sondern die soziale Realität im Land. Enttäusch sie nicht. Bestimmt nicht. Ich bete für sie und ihn. Boxer kann sich verändern. Ich wünsche ihm, dass er es schafft. Und was wird aus der 18th Street? Schwört die Gang den Bandenkriegen, den Morden und Erpressungen ab, die so viel Unglück über das Land gebracht haben? Man kann es nur hoffen.